Bleiben hier. Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Heute geht es das erste Mal durch die Hammerstadt. Für mich ein ganz besonderer Spaziergang, denn hier bin ich aufgewachsen. Zu Beginn möchte ich euch noch einige Zeilen aus einem Rubicon-Artikel vorlesen. Umgang mit dem Chaos. Chaotische Verhältnisse sehen wir in der Gesellschaft zuhauf. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir können uns beklagen und durch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit entmutigen lassen. Aber wir können das Chaos auch als ein Symptom dafür ansehen, dass das alte System zusammenbricht und eine höhere Ebene der Komplexität und Ordnung darauf wartet, aufzutauchen. Und wir können diese chaotische Situation nutzen, um nach den visionären Individuen und Gruppen Ausschau zu halten, die jetzt überall auftauchen. Durch intensiven Austausch, durch gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung und Zusammenarbeit kann ein neues Ganzes entstehen, das mehr ist als die Summe seiner einzelnen Akteure. Hier werden völlig neue Kräfte freigesetzt, zeigen sich bisher ungeahnte Möglichkeiten. Hier erkennt man, dass man nicht mehr Teil des Alten, sondern Teil von etwas Neuem, Zukunftsweisendem ist. Wann das System als Ganzes auf eine neue Ebene springt, ist nicht voraussagbar und auch nicht planbar. Ein kleiner Auslöser wie der Flügelschlag eines Schmetterlings kann genügen, um das alte System zum Kippen und das neue zum Erscheinen zu bringen. Wir hoffen, dass aus Bayreuth eine Signalwirkung ausgeht und auch in anderen Städten weiterhin dem beliebtesten Politiker, dem besten Deutschland aller Zeiten gezeigt wird, wie beliebt er tatsächlich ist. Ein Dank an alle Beteiligten für euren großartigen Einsatz. Thank you.
Ärger. Nur noch zwei, drei Booster und ihr habt es geschafft, dann bekommt ihr eure Freiheit zurück. Nur noch zwei, drei Booster, vergesst mal den Hinter nicht zu impfen. Es ist so gefährlich. Höchstens vier Booster versprochen. Karl hält sein Wort. Karl Ich habe
Nur noch zwei, drei Mal geben lassen, dann ist es vorbei. Yeah!
Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Jeder Krieg ist im Interesse der Banker. Vom letzten Donnerstag erzählen, ja, wo wir unseren Wirtschaftsminister begrüßt haben. Meine Güte, haben wir gerockt, Dicker! Wahnsinn! Ja. Weißt du, dieser Lügner kam nicht einmal zu Wort, unser sogenannter Wirtschaftsminister. Und ich möchte noch ein was sagen, warum ich heute die Maske aufhabe. Es gibt ja eine Geschichte über den Hofnarren. Ja? Wer war der Hofnarr? Der Hofnarr war jemand, der sich verkleidet hat, um dem König die Wahrheit zu sagen, weil er von Volk zu Volk durchgereift ist durch ganz Deutschland. Mehr. Und ich freue mich außerordentlich, dass das heute so wieder so gut gelaufen ist. Vielen Dank und auf Wiedersehen.